Wir sind in der Pfalz, mitten im Rebenmeer der deutschen Weinstraße. Über den Weinbergen baute König Ludwig I. seinen romantischen Sommersitz, die Villa Ludwigshöhe. Die Villa ist nur einer von vielen außergewöhnlichen Orten, an denen das kulinarische Pfälzer Jazz Festival jeden Sommer gastiert. Seit der Premiere im Jahr 1999 steht der Name Palazzo Jazz für ein einmaliges Konzept. Die schönsten Burgen, Schlösser und historischen Parkanlagen der Pfalz bilden die Kulisse für international besetzte Konzerte mit Jazz und jazzverwandter Musik. Was als städtisches Jazzfestival in Deidesheim begann, hat sich bis heute zur längsten Musikveranstaltung der Pfalz entwickelt. Durchschnittlich über 10.000 Gäste besuchen jedes Jahr von Mai bis August das Festival. Viele Besucher reisen von weit her eigens zu den Konzerten an und verbringen das Wochenende in einem der malerischen Weinorte. So kann man bei Palazzo Jazz nicht nur einmalige Konzerte erleben, sondern auch die Pfalz als Urlaubsregion kennenlernen. Eine weitere Besonderheit von Palazzo Jazz ist das kulinarische Rahmenprogramm. Vor allen Konzerten bieten regionale Gastronomen feine Speisen aus besten saisonalen Produkten an. Alle Gerichte werden vor Ort frisch zubereitet und auf Porzellangedeck präsentiert. Die Speisenkarte reicht von verfeinerten Pfälzer Klassikern über mediterrane Spezialitäten bis zu Gerichten aus den Heimatländern der auftretenden Musiker. Passend zu den Speisen laden ausgewählte Winzerbetriebe zum Verkosten einer Auswahl der besten Pfälzer Weine ein. Das Jazz-Kulinarium bietet den idealen Auftakt für ein unvergessliches Konzerterlebnis. Bevor ich Sie belaste, ein Glas zu Interviews.